Und das ist der Punkt, wo die Neoliberalen recht haben, meine Damen und Herren, in meinen Augen. Es gibt Schmarotzer in diesem Land. Es gibt Parasiten, die wir hier mit durchfüttern, die nur andere Leute Geld verbraten. Ich sage Ihnen auch, wer das in meinen Augen ist. Diese Investmentbanker zum Beispiel. Andere Leute Geld Gassi führen. Die Fusionsbanker im Speziellen. 97% aller Fusionen von Großfirmen sind für die beteiligten Firmen im Nachhinein eher von Nachteil als von Vorteil gewesen. Die Firmen waren hinterher immer alle weniger wert als vorher. Die einzigen, die eine Fusion bis heute verdient haben, sind die Banker, die die Fusion organisieren. Denn die Banker, die werden nicht nach dem Erfolg der Fusion bezahlt. Gott bewahre. Die Banker kriegen ihre Provision nach dem Volumen der Fusion zum Zeitpunkt der Fusion. Nach Erfolg bezahlte Banker, sind sie des Wahnsinns? Da können sie auch anfangen, Unternehmensberater nach Erfolg zu bezahlen. Dann wäre aber die Hölle los in Deutschland, sage ich Ihnen. Verglichen damit wären die Montagsdemos ein laues Lüftchen. Die bringen mehr auf die Straße. Das ist die am schnellsten wachsende Gruppe in Deutschland, Unternehmensberater. Ja, arbeiten tut doch hier kaum noch einer. Aber beraten wird ja rund um die Uhr. Wir sind die Weltmeister im Beraten. Allein in Düsseldorf leben 22.000 Unternehmensberater. Die haben die ganze Stadt unterwandert. Die leben da in der Kanalisation. Kennen Sie doch, Unternehmensberater. Alnuchen, sie wissen, wie man's macht. Diese Klugscheißer, die in Sekundenschnelle ganze Flipcharts vollschmieren können mit Informationen, die sie jedem Mickey-Maus-Häftchen entnehmen können. Die vornehmste Beraterfirma Deutschlands ist die Firma McKinsey. Die Firma McKinsey hat eine Marktforschungsanalyse durchgeführt im letzten Jahr. Das ist wirklich wahr. Die haben versucht herauszufinden, warum Lidl und Aldi so erfolgreich sind. Ja, die stellen sich ja echten Herausforderungen, ne? Gut, man hätte jetzt auch Sie fragen können, aber das wäre ja nicht wissenschaftlich gewesen. Nein, da werden Interviewbögen entwickelt, die Interviews werden geführt, die werden ausgewertet, da werden Excel-Tabellen erstellt, die werden kreuz und quer und gegengerechnet und die haben ein Ergebnis gehabt. Nach einem halben Jahr, immer für Pressekonferenzen, haben sie das Ergebnis bekannt gegeben. Sie werden es nicht glauben. Es liegt am Preis. Als ich den Artikel gelesen hatte, wurde mir schlagartig klar, wie die Agentur Roland Berger wohl die Bundesanstalt für Arbeit beraten haben muss. Sie wissen ja, die Bundesanstalt für Arbeit wusste nicht mehr weiter. Wir brauchen externen Sachverstand. Herr Berger, können Sie uns beraten? Warum sind so viele arbeitslos? Wir finden keine Lösung. Ja, wir können Sie beraten. Das kostet 60 Millionen Euro. Ja, das Geld haben wir. Das ist kein Problem. Machen Sie mal. Dann hat er alles untersucht, Herr Berger. Jetzt stelle ich mir das Abschlussgespräch so vor. Herr Berger, haben Sie herausgefunden, woran es liegt? Ja, wir wissen jetzt, woran es liegt. Herr Berger, sagen Sie uns endlich, warum sind so viele Menschen arbeitslos? Es haben so wenig eine Stelle. Also Sie meinen, wir sollen einfach mehr vermitteln? Ja, das wäre unser Vorschlag. Das ist das, was unterm Strich bei der Beratung rausgekommen ist. Dass mehr Mitarbeiter der Agentur, die jetzt die Agentur heißt, in der Vermittlung tätig sind. Für 60 Millionen Euro. Werden Unternehmensberater nach Leistung bezahlt? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die haben Stundensätze, da träumt der Sozialempfänger im Monat von. Würden die nach Leistung bezahlt, dann wären wir ein Großteil von Unternehmensberatern schon mal wieder los. Die wären nämlich verhungert. Es gäbe einen schönen Roland-Berger-Friedhof mit einer McKinsey-Ecke. Und dann meine Lieblingsschmarotzer, die Aktienanalysten. Das Widerlichste, was der Planet bis dato hervorgebracht hat. Diese BWL-Schnösel. Mit 25 von der Uni ab in Anzug und Krawatte, dann stehen die auf NTV und salbadern den ganzen Tag gequirlten Quark. Sie müssen sich das mal mit Verstand anhören. Steckt schon ein Wort, Analyst, Anal und Lyse. Gucken Sie sich die Bubis an, die haben die Pickel noch im Gesicht. Die haben in ihrem Leben noch nie was verkauft, die haben noch nie was hergestellt. Aber die können die ganze Welt erklären. Das sind die Mitesser der Gesellschaft, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich an. Dieses Parasitenvolk hat in den letzten 6 Jahren 600 Milliarden Euro an der Börse verbrannt. Natürlich nicht das eigene Geld, das Geld anderer Leute. Denn die Kurse der Unternehmen haben nichts mehr damit zu tun, was die Unternehmen wirklich verdienen. Die Aktienkurse hängen nur noch von den Erwartungen der Analysten ab. Ob die Erwartungen der Analysten übertroffen werden oder nicht. Quartalszahlen spielen eine große Rolle. Hexensabbat gibt es an der Börse. Da verfallen Optionsscheine. Im Geheimen, im Dunkeln.
TUI hat gute Quartalszahlen, dann steigen auch die Kurse von Neckermann. Das ist logisch, ne? Das war auf der Schule früher auch so. Wenn ein Blonder die Arbeit 2 hatte, hatten alle anderen Blonden auch die Arbeit 2, ne? Saddam Hussein wird gefangen, dann steigen die Kurse um 3%. Haben sie sofort ein neues Auto bestellt, schätze ich mal. In Madrid bringen ein paar Idioten 194 Menschen um, da fallen die Kurse um 3%. Haben sie das Auto wieder abbestellt, schätze ich mal. Und dann stehen die Schnösel im Fernsehen und diskutieren darüber, ob es die ETA oder die Al-Qaida war. Und sagen ernsthaft, wenn es die ETA war, fallen die Kurse nicht so stark, als wenn es die Al-Qaida war. Was hat dieses Gesindel da mit unserem Leben zu tun, meine Damen und Herren? Den haben sie doch alle ins Hirn geschissen. Dieses Schmarotzerpack bringt die ganze jämmerliche Sinnlosigkeit seiner Existenz mit einem Satz auf den Punkt. Die stehen im Fernsehen und sagen, in diesem Aktienkurs steckt sehr viel Fantasie. Früher hat das Gesindel auf der Kirmes im Zelt gesessen mit einer Glaskugel. Und wenn Sie es noch nicht begriffen haben, machen Sie folgendes Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, morgen fallen alle Unternehmensberater, alle Investmentbanker und alle Aktienanalysten tot um. Oder morgen fallen alle Krankenschwestern, alle Polizisten, alle Feuerwehrleute und alle Altenpfleger tot um. Und überlegen Sie kurz, was Sie persönlich vermissen würden. Und jetzt mache sich klar, dass diese degenerierte Gesellschaft, die Leute, auf die wir alle irgendwann im Leben angewiesen sind, so schlecht bezahlt, dass die für ihre Familien kaum noch Wohnungen in deutschen Großstädten sich leisten können. Und dass wir den Leuten, die nur unser Geld auf den Kopf hauen, dem Schmarotzerpack, dem schieben wir die Kohle hinten und vorne in den Arsch und dann hören wir uns von denen noch an, das Land ist gelähmt. Die Eigeninitiative ist tot. Klar, mit so viel Kohle im Arsch kann man sich ja nicht mehr bewegen, das ist ja klar.